Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum heutigen Video über Diablo 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über einen sehr interessanten Artikel, auf den ich gestoßen bin, der mir beinahe durch die Lappen gegangen wäre. Es gibt neue Infos da drin, die ich bisher noch nicht kannte und für euch einfach hier auch in einem Video festhalten möchte. Da gibt es mehrere Bereiche, auf die wir zu sprechen kommen. Einerseits geht es um Balancing, dann geht es um den Spielfortschritt allgemein, um gemischte Infos, einfach mal querbeet, Charakteraufbau, Welt und Levelaufstiege. Darum wird es heute im Video gehen. Ich bin leider etwas krank, verschnupft. Sorry, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Aber die Hölle wartet sowieso auf uns alle. Deshalb legen wir los. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich sehr freuen, damit es bei diesem Kanal hier auch weitergeht in Zukunft. Erstes Thema wäre eigentlich Strongholds, also die Festungen. Darüber mache ich jetzt allerdings hier in diesem Video nichts mehr, weil ich habe ein ausführliches Video bereits dazu gemacht. Verlinke ich euch gerne unten auch in der Playlist nochmal. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, 3-4 Mal die Sachen in meinen Videos zu wiederholen für euch. Wir gehen deshalb direkt weiter zum nächsten Bereich, nämlich Balancing. Alle Builds von einer Klasse sollen sich vergleichbar stark anfühlen. Das ist eine Priorität vom Entwicklerteam. Sie achten darauf, dass egal wie ihr eure Klasse skillt, dass ihr bei allen Skillungen natürlich das Gefühl habt, dass ihr kräftig, mächtig seid und auch reinhauen könnt und nicht, dass irgendetwas, was man skillen kann bei einer Klasse, mega overpowered ist. Ist eigentlich klar, dass sie darauf Wert legen, also mir zumindest. Ebenso ist es aber ihnen auch wichtig, dass das Balancing bei den Klassen untereinander, also wenn man die Klassen miteinander vergleicht, dass hier das gebalanced ist und nicht eine Klasse mega gut durchkommt durch den Content und eine Klasse es mega schwer hat. Ich bin gespannt, wie sie damit so zurechtkommen werden. Denn Balancing wird auch künftig eine Rolle spielen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage bis zum Release, sondern auch nach dem Release, also für Updates dann später, wird Balancing eine Rolle spielen. Sie werden Anpassungen vornehmen. Darauf können wir uns alle mal schon gefasst machen. Es werden vielleicht Sachen genervt, es werden vielleicht Sachen gebufft und so weiter. Wir werden sehen, wie sich das dann ausgeht insgesamt. Die PvP-Balance, das ist interessant, fand ich sehr interessant, die ist offen gehalten, was das Design, das Klassendesign angeht. Also Anpassungen nach dem Release entsprechend dem Feedback und dem Spielerverhalten. Das liest sich für mich zumindest momentan so, als hätten sie auf die PvP-Balance momentan noch keinen großen Fokus gelegt, sondern sie sagen, wir lassen das erstmal offen, schauen, wie läuft so ein PvP, wer schreit am lautesten und je nachdem machen wir dann was für die Klassen hier und da. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz, wenn man so sagen darf. Ja, man kann nur gespannt sein, so wie die Sache ja aussieht, scheint es speziell Ausrüstung für PvP wiederzugeben oder PvP-Werte, ja, die man dann mit PvP-Gear wahrscheinlich waffen kann. Also es gibt Charakterwerte zumindest, die sind abgegrenzt vom PvE und die sind extra für PvP nochmal separat gehalten, ja. Sowas konnte man schon sehen, das ist eine Andeutung, in welche Richtung das sich wahrscheinlich bewegt, aber was ansonsten mit dem PvP los sein wird, das steht noch in den Sternen. Ich bin wirklich auch sehr gespannt drauf, denn eigentlich würde es mich auch mal interessieren, in diese PvP-Zone zu gehen, da ein bisschen Action zu machen, warum nicht? Ja? Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, nämlich Spielfortschritt. Hier sind ein paar krasse Sachen rausgekommen, die mich selber sehr positiv gewundert haben. Nämlich erstens, dass die Story-Kampagne je nach Spielstil 35 bis 45 Stunden dauern wird. Sie haben ja bei dem IGN-Preview, glaube ich, was von 50 Stunden geredet. Kommt dann also etwa hin, je nachdem, wie viel man sich Zeit lässt. Das, was ich noch mal krasser fand, haben sie bezüglich Level 100 gesagt. Man benötigt, bis man bei Level 100 ankommt, wohl 150 bis 180 Stunden, bis man überhaupt Level 100 erreicht. Ja, und hat man immer noch nicht den ganzen Content durch wahrscheinlich und hat immer noch Herausforderungen, das haben sie bereits betont. Aber allein diese Stundenzahl, bis man wirklich mal einen Charakter auf Max-Level hat, 150 bis 180 Stunden, finde ich doch schon beachtlich. Und auf dem Weg durch die Weltstufen, die einzelnen, werden neue Bausteine wohl in Bezug auf Loot und Charakterausbau auftauchen. Also was man jetzt vielleicht in den ersten Spielstunden sieht, wie der Charakter wachsen kann und welche Elemente es gibt, um ein Build zu basteln, das kann sich sehr, sehr expandieren, wenn man dann in diese hohen Levels kommt, in diese höheren Bereiche, Level 75 wahrscheinlich bis Level 100 und so, wird man vielleicht noch auf ein paar Eigenschaften oder einfach Faktoren treffen, wo man sagt, hey, krass,
Das konnte ich bisher so nicht machen. Und das gibt vielleicht nochmal einen Kick für ein neues Build oder sonstige Ideen, die man da einfach so anstellen möchte in diesem Spiel. Gehen wir weiter zum nächsten Bereich, nämlich gemischte Infos. Also alles Mögliche, was jetzt hier erwähnt wurde, ist ja wie gesagt auch eine Zusammenfassung. Ich habe es noch nicht gesagt, es ist eigentlich eine Zusammenfassung, die ich aus dem ganzen Artikel für euch zusammengestellt habe. Nur, dass ihr es wisst, falls ihr den ganzen Artikel noch lesen wollt, guckt unten in die Videobeschreibung rein. Ja? Computergenerierte Inhalte in Dungeons und innerhalb von der Open World, zum Beispiel durch Platzierung von zufälligen Events, da wurde was von erwähnt, dass das halt eine Rolle spielt. Das wussten wir aber bereits in einem Blogpost schon einige, ich glaube schon über ein Jahr her, wo sie gesagt haben, dass computergenerierte Dungeons da sind mit bestimmten Vorgaben, wird da was zusammengewürfelt und so. Hat bisher einen coolen Eindruck gemacht. Ich finde es gut. Ich glaube, sie wollen das auch noch ausbauen. Warum nicht? Wenn es gut funktioniert, warum nicht? Vielleicht, das ist eine coole Info, wird es irgendwann in Diablo 4 Söldner geben. Wer noch nicht die Diablo-Teile gespielt hat, mir fällt jetzt gerade Diablo 2 ein, da spielen Söldner sehr früh eine Rolle. Ihr könnt anfangs Leute rekrutieren, da ist ein Begleiter dabei, den könnt ihr auch ausrüsten, der hilft euch einfach und es ist nicht so einsam, wenn ihr durch die Welt zieht und Monster schnetzelt, die sind einfach mit am Start. Ausweichen, also allein, dass ihr diesen Ausweich-Move bei Diablo 4 dabei habt, bei Diablo 3 wohl schon bei der Konsole, ich weiß davon nichts. Also letztes Mal, wo ich Diablo 3 auf PC gespielt habe, konnte ich nicht ausweichen. Ich glaube, das ist nur was für Konsole, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Für alle Klassen gibt es die Möglichkeit zum Einbau von Bedrohungen. Also das haben sie erwähnt als Entwickler, dass allein der Einbau von dieser Ausweichfunktion für alle Klassen einfach diese Möglichkeit gibt, kurz Bedrohungen einzubauen durch bestimmte Attacken von Monstern und so, dadurch mehr Spieltiefe beim Kampf einfach entsteht und sie auch Item-Effekte mit an Bord haben können im Game, was eine Wirkung auf dieses Ausweichen hat. Also zum Beispiel nach dem Ausweichen bekommst du einen Buff, was weiß ich, der heilt dich kurz oder was weiß ich, der verstärkt deine Lebenspunkte, sowas in die Richtung zum Beispiel oder erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit kurz nach dem Ausweichen. Solche Dinge sind da möglich, finde ich da auch eine coole Sache. Mir gefällt das sehr, dass Ausweichen dabei ist. Als nächstes haben wir noch Heiltränke, dass die keinen Cooldown haben. Ich glaube, das habe ich schon mal betont in einem Video, aber vielleicht noch nicht genug. Es gibt halt eine begrenzte Anzahl. Die Anzahl lässt sich steigern, indem ihr Weltkomplettierung macht. Und was auch noch eine wichtige Zusatzinfo ist, glaube ich, abseits von diesem Artikel, dass diese Heiltränke keinen Platz im Inventar wegnehmen. Ja, das ist auch noch eine Info, die ich für euch jetzt mal so nebenbei dabei habe. Der nächste Bereich, über den wir heute sprechen wollen, ist der Charakteraufbau. Legendäre und einzigartige Items werden die Skillbäume von Klassen modifizieren oder sogar auf den Kopf stellen können. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Also zum Beispiel, dass Skills oder Effekte ganz anders als davor funktionieren könnten durch solche legendären und einzigartigen Items. Das reizt mich sehr, finde ich sehr, sehr gut, dass sie das so geäußert haben. Denn das bedeutet natürlich, dass wenn wir coole Items finden, dass wir wirklich nochmal ins Grübeln kommen. Okay, nice, da habe ich gar nicht so weit gedacht oder das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich den Skill auch so benutzen kann oder dass der Effekt jetzt so wirkt und so weiter und so fort. Gute Sache. Nächste Info ist, dass bis Level 40 eine Neuverteilung der Skillpunkte nicht zu viel Gold kosten soll. Also da soll es noch wirklich, soll man sich das leisten können, gut leisten können, einfach bis Level 40 seine Punkte neu zu verteilen. Danach ist es allerdings auch weiterhin möglich, es wird nur zunehmend teurer. Man wird aber immer die Möglichkeit haben, sofern man genug Gold hat, seine Skills oder seine Skillpunkte zurückzusetzen. Was allerdings nicht gewollt ist, und das war eine Designentscheidung vom Team, dass man mit einem Charakter im Endgame ständig alle möglichen Builds spielen können wird. Also das wird in Diablo 4 nicht der Fall sein, das haben sie nicht vor so umzusetzen, das ist momentan auch nicht so umgesetzt im Spiel. Sie sind der Auffassung, dass das der Jagd nach neuem Loot einfach den Reiz raubt und die Verbesserung auch von Loot nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn man sich da fest frisst mit einem Charakter, sondern sie wollen dich natürlich auch durch die Seasons motivieren, dass du immer mal wieder einen neuen Charakter ausprobierst oder dass du einfach mit dem Endgame dein Build, was du dir ausgesucht hast, bis, sag mal grob, Level 40, Level 50, Level 60 vielleicht, dass du den weiter pushst und weiter verstärken willst, dass du darauf Bock hast und dass du dann sagst, hey, wenn ich mal was anderes spielen möchte, mache ich mir einen anderen Charakter und
gehe mit diesem Charakter dann ein anderes Bild an und verstärke das dann. Und das ist dann mein Ziel mit diesem Charakter, mit diesem neuen. Ich finde die Herangehensweise nicht schlecht. Ich meine, ich kann es mir auch vorstellen, die Herangehensweise von Blizzard. Wie sollen sie das Spiel sonst langfristig motivierend aufbauen, wenn nicht durch krasse Seasons, wenn nicht durch Abwechslung, was die Charakterentwicklung angeht, dass man neue Charaktere erstellt. Klar, es gibt auch Leute, die präferieren, dass sie einen Charakter bis zum bitteren Ende zocken. Da ist halt dann die Frage, wann sich das irgendwann, verliert oder den Reiz einfach verliert. Ja? Da ist, glaube ich, von Spielertyp zu Spielertyp gibt es Unterschiede. Und das ist ihr Ansatz. Ich kann damit leben. Ich denke, viele von euch auch, bis auf ein paar Ausnahmen wahrscheinlich. Gehen wir weiter zur nächsten Sache, nämlich Welt und Level. Das ist auch der letzte Abschnitt, über den wir uns heute unterhalten. Die Levelskalierung, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe die Frage auch schon öfter mal gelesen im Laufe der Zeit. Manche Zonen haben ja ein Minimal-Level. Das hatte ich schon mal in einem Video erwähnt vor einiger Zeit. Also es gibt Zonen, wo dann dran steht, Level 2 plus 20, ja, also ab Level 20 und Level drüber könnt ihr in diese Zonen reingehen. Meine Nase läuft. Es ist so schön. Es ist so schön. Also, die Zonen, ihr könnt da ab Level 20 zum Beispiel rein und drüber. Ja? Jetzt ist ein schönes Beispiel genannt worden, wodurch die ganze Sache etwas konkret wird, nämlich, wenn ihr in der Gruppe seid. Ihr seid Level 10 und ein anderer in der Gruppe bei euch ist Level 40 und ihr geht in eine Zone, wo dran steht Monster Level plus Level 25, also ab 25 aufwärts. Wenn ihr als Gruppe dort reingeht, du als Level 10 Charakter kämpfst gegen Monster auf Level 25. Der Level 40 Charakter in deiner Gruppe kämpft gegen Monster mit Level 40. Und ich finde, das ist ein sehr konkretes Beispiel, wo, glaube ich, nicht viele Fragen offen bleiben. Jeder hat hier seine Herausforderungen. Gruppenspiel wird sehr stark gefördert durch diese Methode. Und gleich noch was zum Gruppenspiel allgemein. Wir schieben noch kurz Cinematics dazwischen. Das wurde noch betont, dass es mehr Cinematics haben wird als alle anderen Diablo-Teile. Die spielen eine größere Rolle in diesem Game. Finde ich auch gut. Cinematics können sie und konnten sie schon immer seit damals. Und ich feiere das auf jeden Fall. Jetzt kurz wieder zurück zum Gruppenspiel, nämlich warum sich das Gruppenspiel zusätzlich lohnen wird, ist aktuell, in der aktuellen Version gibt es wohl einen 3%igen Erfahrungspunkte-Buff, wenn du in der Gruppe spielst. Ja, du kriegst 3% mehr Erfahrungspunkte. Und sie wollen mit Diablo 4 alle Spielertypen ansprechen, auch Solospieler, Partyspieler oder Gamer-Pärchen, die zusammen nur zu zweit immer unterwegs sind. Also sie wollen einfach alles quer durch die Bank ansprechen, dass jeder ein gutes Gefühl hat und Spaß beim Zocken hat natürlich. Ich finde es nicht schlimm, dass sie das Gruppenspiel jetzt ein bisschen belohnen. Warum nicht? Ist doch eine schöne Sache. Und ich finde es eigentlich toll, dass Online-Spiele halt auch versuchen, Zusammenspiel irgendwie hinzubekommen. Ich weiß, da gehen die Meinungen stark auseinander. Ich möchte es trotzdem an der Stelle sagen. Ist eigentlich besser, wenn man zusammenspielt. Also ich habe mehr Freude daran. Klar, Diablo, wer bei den Wurzeln zurückgeht, der sagt, ich spiele Singleplayer fertig aus, kann ich auch verstehen, ist klar. Aber 3% Erfahrungspunkte ist auch nicht so wichtig, oder? Auf jeden Fall danke ich euch fürs Reinschalten, Leute. Ich hoffe, diese Infos haben euch gefallen, waren vielleicht für ein paar von euch neu. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Abo da, wie gesagt. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem anderen Video vielleicht auch bald wiedersehen. Macht es gut und ciao.